wie fermentiertes Gemüse dem Nachwuchs auf vielfältige Weise zugutekommen kann. Okay, dann mache ich jetzt nochmal. Warum? Ich fand es auch gar nicht ganz so optimal. Echt? Okay. Auch fandst du geil. Ich fand's mega geil. So. So, was machst du jetzt schön? Genau, ich mache unser Frühstücksporridge. Und zwar zurzeit ist das gekochter Haferbrei, gekochte Haferflocken. Wir kochen die Haferflocken auch total gerne, vor allem wenn sie nicht gekeimt sind, weil dann die viel besser verdaulich sind, nahrhaft sind. Ne? Es gibt den guten Haferschleim, kennt man noch, der ja auch total nahrhaft ist. Und der Vorteil ist, wir können es auch gleich dem Baby gut geben. Es kommt bei uns noch Kokosöl rein. Gesüßt wird der jetzt nicht. Wir kochen den nur mit Wasser. Wir drücken dann noch Banane rein, damit es etwas süßer wird. Und das ist dann ideal. Also es ist nicht zu süß. Genau, was ich auch noch mache ist, habe ich wieder weggeräumt. Weiß auch nicht warum. Wir machen noch Leinsamen. Die werden noch eingeweicht. Die sind aber bereits geschrotet. Ne? Ja, wir nehmen jetzt gerade mal die angeschroteten, einfach um unsere Prozesse ein bisschen zu verschlanken. Aber an sich mache ich das auch ganz gern sonst im Mixer. Da muss man gut aufpassen, das brennt schnell an. Wir werden das bald mal mit einem Instant Pot ausprobieren, wie das funktioniert. Mal schauen, weil so muss man jetzt immer rühren. Genau, und dann mache ich die Leinsamen, die werden nicht mitgekocht. Die wollen wir so roh drin haben. Und ja, Leinsamen, Leinöl soll man ja eh nicht erhitzen, weil das ja dann die Hitze nicht gut verträgt und auch ranzig wird. Deshalb weiche ich die jetzt hier bloß mit unserem Wasser ein, was wir auch trinken, unser gefiltertes Wasser. Weil die sollten ja eingeweicht sein, damit sie nicht im Körper zu viel Flüssigkeit ziehen. So ist es jetzt fertig. Unten drunter sind die Leinsamen, Hanfsamen. Hier noch haben wir noch Banane zerdrückt. Es kommen noch ein bisschen Goji-Beeren und Rosinen rein. Jetzt gibt es noch unseren Kalorien-Smoothie. Da ist jetzt schon ein bisschen Wasser mit Hanfsamen drinnen. Damit es unten nicht so festklebt. Es kommt noch Banane rein. Ja, und der Smoothie ist einfach dafür cool, wenn du wirklich mal unterwegs bist. Bist zum Beispiel im Freibad oder am See und riechst dann irgendwo von weiter weg diese Pommes. Dass nicht auf den Gedanken kommst, irgendwelche Pommes zu holen, sondern eben so einen leckeren Smoothie zu dir nimmst, der echt super sättigend ist. Ja, also wir machen ihn noch extra wirklich Kohlenhydrat, Protein und fettreich, dass er wirklich sättigend ist. Und das sind jetzt hier mit Joule-Datteln, ne? Genau, das sind mit Joule-Datteln. Da muss man die Kerne noch rausmachen. Und auch super für Kinder. Also schmeckt Kindern und sind ja auch total gute Sachen einfach für Kinder auch drin, die sie alle gut essen können. Was kommt jetzt noch rein? Wir haben jetzt noch Haferflocken. Und zwar, die sind schon gekeimt. Ansonsten ungekeimte Haferflocken koche ich eigentlich lieber für Porridge. Und für den Smoothie nehme ich gerne gekeimte Sachen. Und noch gekeimten Buchweizen. Das nehmen wir jetzt eben eigentlich schon fertig und getrocknet, gekeimt, weil das einfach unsere, ja, einfach manchmal jetzt ein bisschen schneller geht. Aber wir wollen dann auch irgendwann wieder mal dahin kommen, dass wir einfach den Hafer und die Buchweizen, den Buchweizen selber wieder kennen. Jetzt kommen noch Himbeeren. Wollen wir heute Himbeeren nochmal alle rein? Ja. Also wir machen ja immer irgendwelche gefrorenen Früchte rein. Du kannst auch so einen Bärenmix nehmen, Mangos, auch, ja. Himbeeren, Blaubeeren, was auch immer. Genau, ich mache noch ein bisschen Wasser drauf. Da kommt jetzt für Smoothies und so rohe Sachen nehmen wir gefiltertes, wasserstoffangereichertes Wasser. Jetzt geht's gleich ab. Los geht die Lucifer. Ja, jeden Morgen gibt es bei uns einen frisch gepressten Saft.
à la Florian Sauer. Florian hat uns echt einen guten Tipp gegeben. Also wir machen Gurke rein, Zucchini rein. Ich habe jetzt Zucchini, Gurke. Dann Stangensellerie, wobei der echt ganz schön hängt zur Zeit. Also im Großmarkt bekommen wir echt super Stangensellerie. Im privaten Markt ist das echt richtig schlechte Qualität, gerade eben, finde ich, für einen sehr hohen Preis. Kannst du mir mal schreiben, wie das gerade bei dir so ist. Und ja, und dann Fenchel. Und damit das auch alles dann nicht zu herb ist, so ein bisschen Apfel rein. Und ich mache trotzdem auch jetzt im Sommer ein bisschen Kurkuma und Ingwer rein. Ingwer mache ich im Winter immer noch mehr rein, aber jetzt, das passt absolut. Ein Tipp, gerade Kurkuma färbt ja so stark. Ne? Und als Tipp kann ich dir Folgendes geben. Ich mache immer als erstes einen Apfel rein. Damit wird der Saft da nicht so orange, nicht so gelb. Danach mache ich die Kurkuma rein und danach nochmal einen Apfel. Und dann geht's auch schon los. Ich fange immer mit dem Apfel an. Den Apfel rein. So, als nächstes kommt die Gurke. Die schön reinigen, entgiftend. Liefert dir auch richtig schön viel Wasser für den Körper. Und natürlich muss man ehrlich sagen, bringt sehr viel Flüssigkeit für den Saft. Also die Gurke ist einfach sehr, sehr gut. So. Und ich weiß nicht, ob du selber Saft fährst, aber irgendwann wird das dann hier so matschig. Irgendwann kommt das. Das kommt hier so hoch. Ne? Siehst du, das kommt dann immer höher. Und was ich dann mache, da musst du irgendwas Faseriges nehmen. Da nehme ich immer so einen Stangensellerie, mach den rein. Da zieht das nämlich alles dann schön runter. Und dann ist hier dieser Matsch nämlich weg. Ja. Wenn das so matschig ist, hier runter, kannst du jetzt Rewind machen, also rückwärts fahren. Ja, dann ist der Matsch auch weg. Vor kurzem war Florian Sauer. Und ich habe so eine Zeit, wo ich bei ihm war, so sehr doch gelber, also gelb-orange Haut gehabt. Und was ich immer vorher gemacht habe, ist tagtäglich richtig schön viel Karottensaft gepresst. Und du isst aber auch schon immer viele Karotten. Ich esse schon immer sehr gern Karotten, aber ich habe ihn noch zusätzlich zum Essen noch gepresst. Und dadurch ist die Haut so orange geworden. Und das habe ich jetzt seitdem wirklich weggelassen. Also ich presse jetzt definitiv keine Karotte mehr. Ich esse sie nur noch. Ja, ganz normal im Ganzen. Oder klein gemacht, aber nicht mehr als Saft. Also für alle, die vielleicht mehr orange Haut haben wollen, Karotten einfach. Und ansonsten ist die Wahrheit sein lassen. Und das Praktische ist ja, wenn man Hühner hat, kann man die Reste vom Entsaft nochmal verwerten. Man könnte jetzt auch einen Trester geben, das machen wir jetzt nicht. Es ist immer so, wir geben dann immer die abgeschnittenen Teile, Zucchini, Apfel, jetzt zum Beispiel der Theo im Mund gehabt. Ja, alles sowas kriegen sie dann raus. Oder wenn man eine Melone, wie gestern war Melone jetzt nicht mal so dufte, die war so ein bisschen weich, das haben wir dann den Hühnern gegeben. So, sobald sich das Fenster aufgeht, rasten sie hier aus, da kommen sie schon, ne? So, na kleine Maus hier. Und dann kriegen sie das hier. Es gibt gleich Mittagessen. Ich brauche jetzt ein bisschen Restverwertung. Ich brate ein bisschen Gemüse und Pilze an und dazu gibt es noch ein paar Reste. Und natürlich gibt es auch immer frisches Gemüse dazu und ein bisschen Sauerkraut. Aber das stellen wir jetzt separat hin. Ja, hier siehst du unseren kleinen Nachmittagssnack. Für die Kinder hauptsächlich das Obst, für Marco und mich. Noch der Salat mit Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Paprika und jetzt im Sommer haben wir irgendwie auch total starke Lust auf Feta-Käse. Deshalb machen wir uns den dann auch immer ganz gerne in den Salat mit rein. Ich weiß nicht, es muss irgendwie mit dem Sommer zusammenhängen. Aber ja, wenn wir da jetzt so eine Gelüste drauf haben, dann geben wir dem auch gerne nach und machen uns das dann eben auch mit in den Salat an guten Bio-Feta. Ja, wir machen jeden Abend eine frische Erdmandelmilch und um die für morgen Abend vorzubereiten,
war ich jetzt bereits schon Bio-Erdmandeln ein. Und dann mache ich einfach, ja, das ist hier, rein. Dann mache ich hier schönes gefiltertes Wasser. Richtig ist gefiltert. So, und das muss jetzt über Nacht einfach schön einweichen. Ungefähr 24 Stunden. Die bleiben bis morgen hier drin. Und morgen geht's weiter. So, die Erdmandeln kommen dann in den Mixer. Dann nehme ich eine Schüssel. Über die Schüssel hat sie echt so ein Tuch bewährt. Einfach drüber legen und einfach dann reingießen. So, und dann ist Muskelkraft angesagt. So. Und dann einfach drücken und dann kommt ganz einfach dann die leckere Erdmandelmilch raus. Und die ist mega, mega lecker. Und unsere Kinder lieben die super schnell gemacht. Guck mal, und die, guck mal, wie viel hier reinkommt. Das ist, keine Ahnung, was ist das? Halber Liter? Und den Rest da, den geben wir unseren Hühnern. Der ist mega, mega lecker. So, und hier lagern noch unsere Sprossen. Wir haben hier einmal Brokkoli. Jetzt muss ich gucken, Brokkoli sind die dunklen, Schatzi? Ja. Und dann haben wir Alfalfa, ne? Mhm. Alfalfa-Sprossen. Und die spüle ich immer morgens und am Abend. Und dann brauchen die ungefähr so, sagen wir mal, 3, 4, 5 Tage. Und danach sind das so viele Sprossen, dass sie zum einen natürlich einen Salat machen könntest, wir entsaften die aber. Ja, das ist für uns dann, was bedeutend effizienter ist und wo wir wirklich mehr rauskriegen. Also wir machen die komplett dann rein, so eine riesen Schüssel und dann entsaften die.